Wisst ihr, ich habe mich ehrlich gefreut auf AEW Fight Forever. Ein Spiel, was den Ansatz verfolgt, den Flair der alten WWE-Games wieder einzufangen und in die Moderne zu holen. Ich mag zwar die WWE 2K-Games sehr, aber mal was anderes in die Richtung zu spielen und so etwas Abwechslung als Wrestling-Gamer zu bekommen, ist doch auch mal was. Und was soll ich sagen? Genau das haben sie geschafft. AEW Fight Forever ist vom Gameplay her richtig unterhaltsam. Und das auf seine ganz eigene Art und Weise. Ja, und es nimmt sich teilweise selber nicht wirklich ernst und das macht es auch irgendwie aus. Selbst die Billo-Explosion von AEW Revolution ist mit dabei. Die Explosionen, das Blut, die Gewalt einfach komplett over the top und es macht dadurch so viel Spaß. Man verliert sich einfach in den Matches, weil man so viel Bullshit ausprobiert und es einfach klappt. Das hört sich jetzt alles sehr positiv an, aber trotzdem scheint das Game schon tot zu sein bzw. im Sterben zu liegen. Wo das Game zu Release mit über 1400 gleichzeitig online gewesenen Spielen einen okayen Start loslegen konnte, sind das jetzt gerade mal 60 Spieler. Und das an einem Samstagabend. Sind jetzt nur die Daten von Steam, dürfte aber auf den Konsolen ähnlich aussehen. Zum Vergleich, das grottenschlechte WWE 2K20 hat aktuell noch 40 Spieler, die jetzt gerade online sind. Man findet zumindest nicht so schnell Spieler online. Woran liegt das aber? Das größte Problem ist einfach der Umfang. Die Fans haben eine Ewigkeit auf das Spiel gewartet und was sie jetzt letztendlich bekommen haben, ist recht wenig. Exhibition-Modus mit ein paar Matches, die sich aber nicht verändern lassen. Irgendwann fühlt sich das auch alles gleich an, gerade Tag-Team-Matches laufen irgendwie immer gleich ab. Da hast du nach einer gar nicht so langen Zeit bereits schon alles gesehen. Da hilft es auch nicht, dass das Spiel ein kompletter Sandkasten in Sachen verrückten Wrestling ist. Der Story-Modus, also Road to Elite, ist stinklangweilig. Storylines, die einfach abgebrochen werden, gefüllt mit sinnlosen Nebenbeschäftigungen wie Sightseeing, Essen gehen, aber auch dem Fitnessstudio. Brauche ich einfach nicht und fühlt sich eher so an, als hätte man das ins Spiel gepackt, um die Spielzeit zu strecken. Was ich jetzt auch nicht gebraucht habe, waren die Minispiele. Ja, sie sind gerade mit Freunden sehr lustig, aber es ist auch kein Mario Party AEW Edition. Der Creation-Mode ist zudem auch sehr limitiert und kein Vergleich zu den WWE 2K-Spielen. Online ist ganz nett, funktioniert auch meistens. Ist wahrscheinlich auch der einzige Punkt, warum man das Ganze ab und zu mal wieder rausholen kann. Ich sehe hier schon den ersten Schreiben, dass doch noch was ins Game gebracht werden soll. Leute, bringt dem Spiel absolut nichts mit neuen Inhalten zu füttern, wenn die Spieler schon lange wieder weg sind. Auch wenn dieser Stadium Stampede Battle Royale Modus mega unterhaltsam aussieht und wahrscheinlich auch richtig chaotisch ist, wird das Game es nicht mehr retten. Die Spielerschaft ist jetzt auch nicht so groß, wie wir vorhin gesehen haben, was aber auch am generellen Preis liegen dürfte. 63,99, da wo laut Amazon die unverbindliche Preisempfehlung liegen soll, ist einfach viel zu viel für das Spiel. Ich war vor Release noch selbst der Meinung, dass das Spiel so um die 40 Euro kosten dürfte, was meiner Meinung nach auch ein angemessener Preis für das Spiel wäre. Aber weit über 60 Euro mit dieser Qualität der Grafik schreckt halt viele ab. Grafik ist natürlich nicht alles, aber damit ködert man viele Spieler. Hätte das Spiel eher so bei 30, vielleicht 40 Euro gekostet, wären wahrscheinlich einige Spieler nicht so krass mit dieser Grafik umgegangen und hätten vielleicht nochmal zugeschlagen. Wie schaut es eigentlich bei euch aus? Habt ihr es euch gekauft? Falls ja, wie gefällt es euch? Falls nein, warum denn nicht? Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis der DLC-Pakete ist ein absoluter Witz. 12 Euro für zwei neue Wrestler. Das kann nicht deren Ernst sein. Die Hardys kosten zwar nur 5 Euro, das dürfte aber die Ausnahme sein. Immerhin waren sie der Vorbestellerbonus. Ich weiß, die Vergleiche mit WWE 2K23 sind etwas unfair, da beide Games einfach nicht miteinander konkurrieren. Der eine setzt hier auf Arcade, der andere auf Simulation, aber bei WWE 2K23 kostet ein DLC-Pack mit 6 Wrestlern im Einzelkauf 10 Euro. Zudem weiß man bei WWE 2K, wann diese erscheinen, bei AEW Fight Forever dagegen nicht. Es heißt nur, dass sie kommen, wann genau, weiß aber so keiner genau. Wahrscheinlich nicht mal die Entwickler selber. 6 Wochen nach Release wurde jetzt nur das Stadium Stampede Match angekündigt, das war's auch. Es wurde nicht mal mitgeteilt, wann es überhaupt dann kommt. By the way, ich bin da sowieso der Meinung, dass man diesen Modus eventuell kostenlos machen sollte, um das Ganze zum vielleicht Fortnite der Wrestling-Szene zu machen.
Im Großen und Ganzen kann man also sagen, dass AEW Fight Forever zwar ein richtig spaßiges Wrestling-Spiel ist, aber sich durch den geringen Umfang und der Preispolitik die Schlinge immer weiter zuzieht. Wie seht ihr denn das? Stimmt ihr mir da größtenteils zu oder seid ihr komplett begeistert von AEW Fight Forever und sagt, die Wiederspielbarkeit ist einfach enorm? Glaube ich jetzt zwar nicht, aber schreibt mal eure Meinung zu AEW Fight Forever in die Kommentare. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, hätte ich das Spiel nicht von THQ Nordic bekommen, by the way, da auch vielen Dank hier und dann auch vielen Dank für die ganzen Keys, die ich verlost konnte. Ja, da wäre ich etwas enttäuscht gewesen von dem Spiel, gerade wie angesprochen, da der Umfang so gering ist. Ganz kurzer Hinweis, ich habe jetzt angefangen, meine Kurzvideos, also die ganzen Shorts, die es auch auf YouTube hier gibt, ins Englische zu übersetzen und von einer professionellen Sprecherin einsprechen zu lassen. Wenn du also mehr Bock hast auf englischsprachige Videos, dann schau mal auf dem Kanal Zephyrium vorbei. Da gibt es meine ganzen Shorts in englischer Form ein paar Tage später. Würde mich über ein Abo sehr freuen. Link als angepinnter Kommentar ganz oben.